Am vergangenen Wochenende, am 7. und 8. Juli, gab es in Berlins größtem Sandkasten etwas ganz Besonderes, ein ganz besonders attraktives Event, die deutschen Teammeisterschaften im Beachtennis. Beachtennis ist eine noch relativ junge Sportart, so eine Mischung aus Tennis, Badminton und Beachvolleyball. Zwar noch nicht so richtig bekannt, aber von Event zu Event sieht man, dass sich Beachtennis hierzulande und ganz besonders in Berlin immer weiter etabliert. Die DTM dieses Jahr war spielerisch das beste Turnier, das Berlin je gesehen hat und zeigt, dass sich die Spieler rasant verbessern. Ja, ist eine super Atmosphäre hier, ein super Turnier, super organisiert, eine mega Anlage hier in Berlin und super Leute, super Stimmung, gute Matches, also ein richtig geiles Wochenende hier. Als kleiner Seitensprung bei der deutschen Teammeisterschaft, dieses Ranglistenturnier der männlichen U14 mit Siegerehrung, Pokalen und allem drum und dran, wie bei den Großen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dritter Platz geworden mit meinem Freund. Und ja, es ist natürlich deutsche Meisterschaft, ist aus ganz Deutschland und ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Organisiert wurden diese Meisterschaften von einer ganz großen, sozusagen von der Miss Beach Tennis in Deutschland, Mareike Biegelmeier, ehemalige Weltranglistenerste und Vize-Weltmeisterin hier, die Chefin von allem und als solche mit den äußeren Bedingungen sehr zufrieden. Wir haben hier in Beach Mitte eigentlich eine perfekte Location, insofern blieb da eigentlich auch, also vieles, was man bei anderen Turnieren noch mitorganisieren muss, ist hier schon gegeben. Eine ganz, ganz tolle Anlage für Beachsportarten. Insofern mussten wir ja nur kleinere Vorbereitungen noch treffen. Gewonnen haben die deutschen Teammeisterschaften am Ende die TNB-Muchtis vor dem Team Baden-Nietz-Schwaben und Berlin Beach 49 Weiß. Wir haben richtig gut gespielt. Gegen Alex und Pete hätten wir nicht gedacht, dass wir das gewinnen, aber wir haben echt klasse gespielt. Beachtennis, eine Sportart für jedermann, egal ob jung oder alt, dick oder dünn, mit oder ohne Tennis-Vorerfahrung, ganz egal. Denn technisch gesehen ist Beachtennis nicht so anspruchsvoll wie Tennis oder Volleyball und somit schnell zu erlernen. Also am besten gleich mal selbst ausprobieren und ab in den Sand, am besten am Strand.